Es wird der Tag kommen, an dem jeder von uns sterben wird. Und Yawm al-Qiyamah werden wir wieder auferstehen. Es gibt keinen Menschen, der den Tod leugnet. Der Tod nimmt dir dein Vermögen. Es nimmt dir das weg, wofür du vielleicht hart gearbeitet hast. Wofür du deine Familie vernachlässigt hast. Wir wissen, dass dieses Leben eine Prüfung ist. Und doch laufen wir dieser Dunja hinterher. Stellt euch diese Dunja wie eine Brücke vor, die wir überqueren müssen. Umso öfter wir stehen bleiben, nach hinten schauen, nach unten schauen, desto größer die Gefahr, dass wir fallen. In anderen Worten, umso mehr wir der Dunja hinterherlaufen, desto größer die Gefahr, das Paradies zu verspielen. Viele von uns haben schon einige Beschreibungen des Paradieses gehört. Was Allah subhanahu wa ta'ala für seine gläubigen Diener vorbereitet hat. Wenn wir Al-Jannah betreten, werden wir direkt wissen, wo unser Haus steht. Und wir werden direkt dorthin laufen. Auf dem Weg zu unserem Haus werden wir an all den schönen Dingen vorbeilaufen. Aber das wird uns im ersten Moment wenig interessieren. Das Einzige, was wir wollen, ist unser Haus zu sehen. Wir kommen an und sehen einen Ziegelstein aus Gold, einen aus Silber und andere wunderschöne Steine. Ein Riesenhaus, was kein Auge jemals gesehen hat oder sich ein Mensch hätte vorstellen können. Egal was für ein gewaltiges und schönes Haus du bisher gesehen hast oder dir vorgestellt hast, dein Haus im Paradies wird alles übertreffen. Das Paradies entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Im Paradies werden wir keine negativen Gefühle mehr haben. Kein Neid, kein Hass, keinen Groll im Herzen. All diese schlechten Gefühle werden uns verlassen. Denn dort gibt es keinen Platz für diese unschönen Dinge. Allah subhanahu wa ta'ala kennt seine Geschöpfe. Er weiß, was Männer wollen und er weiß, was Frauen wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird jedem das geben, was ihn glücklich macht. Es wird dir also an nichts fehlen. In Jannah gibt es Flüsse aus reinem Wasser. Aus reiner Milch, aus reinem Honig und sogar Flüsse aus Wein. Wein, der keinen Kater verursacht. Subhanallah. Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Weißt du, was das Paradies bedeutet? Paradies bedeutet alles, was du in dieser Dunja erträumt, erwünscht und erhofft hast. Und noch viel mehr. Meine lieben Geschwister, das Einzige, wofür es sich lohnt zu leben, ist das ewige Paradies. Und das Einzige, wonach es sich lohnt, sich zu sehen, ist das Antlitz Allahs. Liebe Geschwister, haltet am Islam fest. Lasst uns Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns den Islam als Ganzes leben lässt. Und denkt oft an das ewige Paradies.